Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video von mir. Ihr habt es gerade vielleicht schon so ein bisschen erkennen können. David und ich haben gerade die komplette Weihnachtsdeko aus dem Keller hochgebracht und ich finde es ein bisschen erstaunlich, wie schnell man vergessen kann, wie viel es davon gibt, wie viel ich davon habe. Aber ich weiß auch, dass ganz viele Sachen davon ganz alt sind, schon von den letzten Jahren. Da sind ganz viele von meinen ganz, ganz alten Christbaumkugeln dabei und wir werden heute zusammen mal da durchgehen, schauen, was ich alles Schönes finde. Und dann zusammen die Wohnung weihnachtlich dekorieren. Ich freue mich so sehr darauf. Für mich ist die Weihnachtszeit oder besser gesagt diese komplette Weihnachtsdeko in einer Wohnung immer so besonders mit den ganzen Lichtern und alles. Fühlt sich so wohlig warm an und wir haben das hier in der Wohnung noch nie gemacht. Also hoffe ich sehr, dass ihr viel Freude habt, dabei zuzuschauen, wie ich das dieses Jahr hier umsetze. Es ist alles aussortiert und ich habe tatsächlich alles da, was ich brauche. Ich hatte gestern noch ein paar frische Tannenzweige besorgt und einen kleinen Zier-Weihnachtsbaum, so eine kleine Pflanze im Topf, weil wir den richtigen Christbaum jetzt noch nicht aufstellen. Aber die restliche Deko machen wir und ich zeige euch mal, was ich da alles da habe. Da ist das ganze Ausmaß der Deko. Hier vorne die Kiste habe ich jetzt noch stehen gelassen. Da sind nur die ganzen Kugeln drin. Und diese Kiste hier sind Kugeln von den Kindern. Die bekommen nämlich dieses Jahr einen eigenen Baum mit Kindersachen dran, die sie sich selber über die letzten Jahre ausgesucht haben. Das habe ich ihnen versprochen. Und das hier alles ist jetzt die Deko, die wir in der Wohnung benutzen. Ich habe ein paar Kissen. Dann haben wir natürlich ein Kunstfell hier noch, ein paar Kerzen. Dann habe ich ein paar von diesen Tannenbäumen. Ein paar in Gold und ein paar in Grün. Dann habt ihr noch Nussknacker. Der hier ist auch neu von diesem Jahr. Und hier unten liegt noch ein weißer. Den habe ich schon von den letzten Jahren. Dann gibt es bei uns auch immer selbst gebastelte Sachen. Da habe ich noch was damit vor. Das zeige ich euch nachher. Ich liebe diese Lichterhäuschen, wo man Teelichter reinmachen kann. Ein paar Kränze. Ganz wichtig, leuchtende Sterne. Und das hier ist der kleine Weihnachtsbaum, den ich noch gekauft habe. Der findet bestimmt auch noch einen hübschen Platz. Und jetzt gucken wir mal, was wir damit alles Schönes anfangen. Thank you.
Zimmer ist fertig. Jetzt fehlt nur noch eine Lichterkette, die ich noch hier an der Balkontür anbringe. Aber die könnt ihr eh nicht sehen, weil es noch nicht dunkel ist. Aber ich mag das gerne, wenn es abends ein bisschen funkelt. Und ich bin sehr happy mit dem Ergebnis hier. Es ist ganz dezent, nicht viel, nur ein paar Kleinigkeiten. Ich habe viel mit so Tannen, Zweigen und sowas gemacht. Aber das mag ich sehr gerne. Jetzt geht es im Esszimmer weiter. Da habe ich auch noch ein riesengroßes anderes Projekt umgesetzt, das ihr dann auch noch gleich sehen werdet. Ich habe noch ein bisschen Grünzeug übrig, sowohl diesen Kranz hier, der ist nicht echt, als auch noch so ein bisschen was Echtes, was so gebunden ist. Und ich habe was richtig Hübsches auf Pinterest gesehen, was ich unbedingt ausprobieren möchte. Wir haben hier im Esszimmer unseren Kronleuchter und diese gebogenen Stäbe eignen sich perfekt dazu, dass man eben da einen Kranz reinlegt und dann vielleicht irgendwas runterhängen lässt. Ich weiß noch nicht genau, ich habe zum Beispiel solche Papiersterne noch in klein oder vielleicht auch Christbaumkugeln, das schaue ich jetzt mal, aber das will ich unbedingt ausprobieren. Der nächste Tag und welcome to no sun season. Es ist einfach dauerhaft dunkel. Deswegen habe ich gestern nicht mehr weiter gefilmt. Ich hätte noch weiter dekorieren können, aber dann hättet ihr nichts mehr gesehen. Heute kümmern wir uns aber ums Esszimmer und ich fange jetzt gleich mal mit dieser kleinen Ecke hier an. Ihr habt mal gesehen, wie ich das umgestaltet habe mit den Bildern. Aber das ist ein bisschen trist und kahl jetzt für die Weihnachtszeit. Dachte ich, kann man das noch ein bisschen aufpimpen. Das machen wir jetzt als erstes und ich habe schon ein paar Weihnachtsgeschenke gekauft und auch schon ein paar davon eingepackt. Das werde ich jetzt dann noch weitermachen und euch ein bisschen mitnehmen. Jetzt habe ich euch quasi schon verraten, was das zweite ist, was ich im Esszimmer noch ändern werde. Nicht nur die Deko, sondern ihr habt ja schon gesehen, dass ich angefangen habe, ein neues Bild fürs Esszimmer zu malen und das ist jetzt endlich fertig. Das heißt, das wird auch noch getauscht, weil der ursprüngliche Plan war ja mal, ein Sommerbild und ein Winterbild zu haben. Das ist hier und ich habe hier schon ein paar Geschenke eingepackt. Ich habe aber noch was, was ich jetzt noch einpacken werde und dann benutze ich das tatsächlich bis zu Weihnachten meistens als Deko. Das mache ich jetzt. Fertig, aber falls ihr selbst nicht so aufwendig Geschenke verpacken möchtet oder noch etwas sucht, habe ich genau das Richtige für euch. Und zwar gibt es diese wunderschönen Geschenkboxen bei Bruna. Ich habe mir, oder besser gesagt meiner besten Freundin, einen Ring geholt, den sie bei mir gesehen hat und den sie total schön fand. Die Boxen sind wie auch der Schmuck von Bruna selbst aus umweltbewussten Materialien und ihr habt da drin die Möglichkeit, bis zu 4 Schmuckstücke einzupacken und zwar in diesen wunderschönen Boxen und optional könnt ihr euch noch eine Duftkerze dazu wählen. Es gibt 2 verschiedene Geruchsrichtungen. Ich habe mich jetzt für meine Freundin für die Vanille de Tahiti entschieden. Das ist eine handgemachte Kerze, die riecht wahnsinnig fein. Und das hier ist der Ring, für den ich mich für sie entschieden habe. Die Materialien von Bruna sind alle recycelt und alles ist aus 18-karätigem Gold, 14-karätigem Massivgold oder 925er Sterling Silber. Also nicht nur super nachhaltig, sondern auch wahnsinnig qualitativ hochwertig. Und die Teile sind alle handgemacht. Ich habe zum Beispiel heute auch meinen Lieblingsring von Bruna an. Also es ist eine wahnsinnig schöne Geschenkidee. Wenn ihr also noch nach einem besonderen und wunderschönen Geschenk sucht, dann schaut euch unbedingt die Geschenkboxen an. Ich lasse euch gerne den Link in der Infobox und ich binde meine jetzt wieder zu und stelle sie zu den anderen Geschenken. Thank you.
Dann? Ja, so leicht, weiter nach vorne liegen. Ja. Da. Die da. So ging das übrigens jetzt die ganze Zeit. Ich bin so klein, ich brauche eine Leiter für alles. Das ist so viel einfacher. Das hätte ich auch selber machen können, aber du darfst es auch. Wenn du schon dabei bist. Ja, genau. Ist schon sehr praktisch, wenn man den Mann hat, der sehr groß ist. Das ist da auch, da oben, das Goldene. Achso, ich wollte sehen, was du. Eins war ich doch nur selber. Ich kann es voll bekommen. Ja. Dann haben wir weiße. Wo haben wir denn noch nicht genug? Da. Sehr gut. Hier brauche ich noch was, da muss ich noch kurz gucken. Aber sonst ist gut. Merci. Wir wären also fertig mit der Weihnachtsdekoration. Jetzt sind alle Räume fertig dekoriert. Ich zeige euch auch gleich nochmal alles, so wenn es komplett fertig ist, weil ich glaube, es ist sehr viel geworden, aber ich finde es sehr hübsch. Aber eine Sache fehlt noch, auf die ich schon seit Wochen warte und ich glaube, ihr seid auch ganz gespannt. Und zwar ist es mein Bild. Ich werde euch jetzt mal das fertige Ergebnis zeigen, wie ich es fertig gemalt habe und dann tauschen wir natürlich auch noch aus, hängen das neue Bild hin und dann gucken wir uns das Endergebnis an. Das neue Schmuckstück und ich persönlich, Gott sei Dank ist Kunst ja immer eine persönliche Geschmackssache, liebe es. Ich stehe ja total auf Moodiness, auf Sachen, die so ein bisschen düster sind und kraftvoll und das ist für mich dieses Bild. Ich habe auch diesmal mit einem ganz anderen Stil gemalt, den ich sonst benutze. Normalerweise bin ich eher so der Spachtelmasse, irgendwelche Strukturpasten, Acrylfarbe-Typ. Und diesmal habe ich sehr viel mit Wasser gearbeitet. Das sorgt dann eben dafür, dass die Farben so ein bisschen ineinander verlaufen und alles ist ein bisschen wilder und man hat es eigentlich nicht unter Kontrolle, wie das Endergebnis ist. Deswegen finde ich es so spannend, wie es geworden ist. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, was Neues auszuprobieren. Ich weiß, sowas Düsteres ist nicht jedermanns Geschmack, aber der David und ich lieben es. Es kommt auch noch eine Ergänzung dazu und zwar werden wir einen Schattenfugenrahmen bauen, also einen Holzrahmen um das Bild, damit es einfach nochmal so ein bisschen hochwertiger aussieht und halt einen Rahmen hat, aber das machen wir irgendwann die Tage. Ich wollte es jetzt unbedingt schon aufhängen und euch mal gezeigt haben. Und ich freue mich, dass es jetzt hier hängt.
hoffe sehr, es hat euch Spaß gemacht, mir ein bisschen beim Dekorieren über die Schulter zu schauen. Und lasst mich mal unbedingt in den Kommentaren wissen, wie ihr dieses Jahr weihnachtlich dekoriert habt, ob ihr überhaupt dekoriert. Seid ihr Team Grinch oder seid ihr auch so Weihnachtsfreaks wie ich? Und welche Farben habt ihr dekoriert? Steht euer Weihnachtsbaum schon? Unserer kommt ja die Tage, da werde ich euch auch nochmal mitnehmen. Da werde ich nochmal ein bisschen vloggen, wenn wir den Christbaum aufstellen. Ich habe auch eine kleine Überraschung für die Kinder, weil es wird dieses Jahr nicht nur einen Tannenbaum geben. Also bleibt gespannt. Und vergesst auch nicht unbedingt bei Bruna vorbeizuschauen, wenn ihr noch ein schönes Geschenk für jemand ganz Besonderes sucht. Dann guckt euch die Geschenkboxen an. Das ist wirklich eine ganz tolle Möglichkeit, was Besonderes zu verschenken. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!